Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge sind wir zusammen mit dem neuen Gary Goldzahn hier zur Starship geritten. Da Willow das Gefühl hatte, dass es einem jorvikischen Urpferd nicht gut geht. Und zwar den guten Zeda, womit sie auch recht hatte. Denn Scott Buttergott will das gute Pferdchen seinen Keller einsperren und Experimente mit ihm machen. Und wir müssen jetzt mit Carl Patterson reden, um ihn zu fragen, ob er vielleicht irgendeine Idee hat, was wir dagegen tun können und wie wir ihn wieder frei bekommen. Da hinten ist er. Gut, reden wir mit Carl. Dann, wenn das nicht Gary Goldzahn und Lara sind, howdy, ihr zwei. Läuft meine Aufnahme? Ja, das ist ja wunderbar. Warum guckt ihr so besorgt? Stimmt was nicht? Hey Karl, wie geht es Lemmy? Wir haben ein Problem mit einem Herrn auf unserem Grundstück. Er hat einen Jungen namens Huck darüber in Firkgrove ein Pferd gekauft, aber behandelt das arme Ding nicht ordentlich. Kannst du uns da irgendwie weiterhelfen? Lasst mich raten, Scott Buttergott, oder? Ist nicht das erste Mal, dass er Ärger macht, aber ich fürchte, mir sind da die Hände gebunden. Wenn Huck ein Geschäft mit ihm gemacht hat, gehört das Pferd Buttergott. So ist nun mal die graue Welt, voll von unsinnigen Regeln und Formalitäten. Als Besitzer der Ranch muss ich bei allen Auseinandersetzungen auf dem Gelände neutral bleiben, sonst wird es wirklich kompliziert. Aber es könnte da jemanden geben, der dir weiterhelfen kann. Meine rechte Hand, Josh. Er ist schon öfter mit Buttergut aneinander geraten. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Probieren wir es. Howdy, Partner! Ihr seht niedergeschlagen aus. Hat euch eine Chakalupa erwischt? Was ist das? Ich mache nur Spaß. Huck hat mir eine Nachricht geschickt, um mich darüber aufzuklären, was passiert ist. Huck und ich sind Cousins zweiten Grades. Hier in York bin ich vielleicht ganz alleine. Aber zu Hause in Wilmington und Kanada habe ich massenweise Verwandtschaft. Unser Familientreffen könnte eine ganze Pferdeweide füllen. Naja, darum geht es jetzt nicht. Dieser ausgefuchste Scott Buttergott hat sich als ein jorvikisches Ufer beschafft. Das ist wirklich eine Schande. Aber ich glaube, ich habe genau den passenden Trick auf Lager. Klingt, als müsstet ihr ein Wildpferd befreien. Wenn ich Buttergott ablenke, kann Gary sich bereithalten, um mit dem Pferd zu fliehen. Und Lara kann Zeta freilassen. Der Mescal ist da sicher nicht drauf gefasst. Oh, Huck, wenn du noch auf mich, was? Oh, Huck, wenn du doch auf mich gehört hättest. Ich habe ihn vor Buttergott gewarnt, aber Zuhören war nie seine Stärke. Er hat den Cowboy-Hut und die Stiefel gesehen und gedacht, Scott wäre ein freundlicher Ranger. Also klingt das gut? Sind alle mit dem Plan einverstanden? Das ist die richtige Einstellung. Seda, wir holen dich da raus. Der alte Buttergott wird uns nicht kommen sehen. Wenn wir jetzt Seda aus den Fängen dieses Gott Buttergotts befreit können, sind mir die Details egal. Ja, wir. Es klang, als wollte dein Pferd auch etwas sagen, Gary. Nun gut, legen wir los. Seda wird nicht mehr lange in Schwierigkeiten sein. Okay, mal schauen, ob dieser Plan aufgeht. Mal sehen, ob es funktioniert. Hey, Buttersau. Hey, Blutsauger. Du Junge, was hast du vor? Noch eine Glitzerbombe verpassen? Nicht ganz. Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Buttergott. Deine Cowboystiefel. Ich glaube nicht, dass das echtes Korkantra-Leder ist. Was sagst du da? Wie kannst du es wagen? Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie hinschleichen. Ich weiß nicht, ob wir uns schleichen müssen, aber es ergibt für mich am meisten Sinn, wenn wir schleichen. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach hätten rennen können. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, dass der Gute wegrennt.
Zeta sieht verängstigt aus, aber auch erleichtert, euch zu sehen. Okay. Zeta sieht dich zitternd an, aber versteht, was du sagen willst. Okay, weg hier! Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Oh, er ist doch das gleiche Modell wie hier Wild Beauty, oder? Haut das hin? Ja, haut hin. Na, der Schweif ist ein bisschen anders, aber ansonsten... Ansonsten sieht das doch ziemlich ähnlich hier aus. Okay, wir reiten schnell zu den anderen. Und schauen mal. Wo sind die denn? Hallo? Ach, ihr seid hier. Sagt mir das doch jemand. Und darum sind meine Kobberstiefel die absolut besten in auf dieser Insel. Du wehleidiger Wichtling. Wichtling? Wenn du meinst, Butterbett. Ich bin hier sowieso fertig. Ein Glück. Dann kann jetzt endlich dieses Pferd in meinen Wer verdammt hat dieses Pferd gestohlen? Mein Pferd. Reite der Wind, Gary und Lara. Jeha! Okay, wir müssen jetzt anscheinend wirklich schnell zurück nach Wildwoods, sonst wird das hier kritisch. Scheinbar ist uns dieser Scott auf die Schliche gekommen. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Wild Beauty, Zeta, Ash, ich hoffe wirklich, ihr seid bereit, die Hufe in die Hand zu nehmen. Wir müssen es zurück in die Wildwood schaffen, bevor Buttergut uns einholt. Das sollte kein Problem sein, würde ich sagen. Das kriegen wir alles hin, das ist gar kein Problemchen. Ich hoffe nur, die anderen kommen... Ah, guck mal, da hinten kommt sogar Buttergut auf... Hey, lol, da hinten. Buttergut auf einen seiner schönen Pferdchen. Okay, welchen Weg reiten wir denn bitte jetzt? Entdecken wir jetzt noch einen anderen Geheimweg nach Jorvik, oder? Ne, wir reiten jetzt hier einfach irgendwie so ganz seltsam durch die Gegend, alles klar. Okay, wir reiten als Jend nur, aber wir kommen hoffentlich bald genug weg von diesen netten Scott. Oh, Fels! Okay, krieg ich hin, gar kein Problem. Alles easy. Sehr schön. Ihr kommt? Ja, sehr schön. Alle sind schön anwesend. Das ist vielleicht doch ganz gut, dass ich mein Pferd gewechselt habe. Das ist generell gut, weil vorhin war ja auch schon so ein bisschen Rennen. Und ich möchte ja, also jetzt, wenn das Video online kommt, bin ich wahrscheinlich schon mit Rosewell durch. Aber ich möchte ja Rosewell gerne im Stream leveln und zwar komplett ausleveln. Und mal gucken, wie viele Tage man braucht, wenn man jedes Rennen macht, um ein Pferd auszuleveln. Das interessiert mich nämlich mal. Und dann hier lang. Gut, dann reiten wir jetzt einfach den Weg zurück, den wir gekommen sind. Und hoffentlich haben wir den guten Scott abgeschüttelt. Nicht, dass er jetzt das oder das Tal der Waldpferde kennenlernt. Das ist nämlich jetzt nicht so das oder das Ziel, was wir hiermit hatten. Oh no, er folgt uns tatsächlich. Na gut, jetzt kommen hier Felsen runter. Okay, scheint ja, als hätten wir ihn abgehangen. Wir sind entkommen. Zeta, geht es gut? Und er ist jetzt endgültig aus Scott Buttergots Fingern entkommen. Dieser Josh ist ein guter Junge. Er hat uns wirklich geholfen. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Ohne dich auch nicht, Lara. Wir sind ein tolles Team. Wir sind endlich wieder im Schutz der Wildwoods. Der Wächter wird dafür sorgen, dass den Pferden hier nichts passiert. Es ist okay, Zeta. Du bist jetzt in Sicherheit. Bringen wir dich zurück zu deiner Herde. Okay, los geht's. Los geht's.
Sehr schön. Zelda, was für eine Freude, dich wieder in Whitewood zu haben, mein Freund. Es tut mir leid, dass mit deiner Zeit in der grauen Welt nicht geklappt hat. Oh, Jupiter, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Dinge da draußen liefen gut, bis Huck erfuhr, dass er Jorvik verlassen musste. Dann geriet ich in die Hände dieses bösen Mannes und alles ging in den Bach runter. Ich werde hier im Schutz der Whitewoods bleiben, bis Huck wieder nach Jorvik zurückkommen kann. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Jedes jorvikische Pferd ist in die graue Welt gezogen, ist hier in Mainheim immer willkommen. Also warum feiern wir da nicht deine Rückkehr mit einem entspannten Besuch im Spa Hufglanz? Ich zahle. Sehr schön. Und in Juniper nicht, bitte, aber ich sag trotzdem Juniper. Okay. Sorry. Willkommen zurück, Krieger. Hast du eine absolut epische Zeit in der grauen Welt? Mensch und seltsame Geschöpfe, sie versammeln sich in diesen kleinen, überfüllten Siedlungen und geraten dann ständig aneinander. Ich kann mir nicht vorstellen, so zu leben. Wow, das klingt unglaublich. Ich kann kaum erwarten, Teil dieser Welt zu sein. Die Welt da draußen ist brutal. Es gibt keine Herde, die dir den Rücken frei hält. Dort ist jedes Pferd auf sich alleine gestellt. Gary ist der einzigste Grauwälder mit einem Hauch Verstand. Lara hat wohl auch geholfen, schätze ich. Danke, Ash. Sehr freundlich. Du bist eine echte Pferdefreundin, Lara. Was für ein Tag. Danke, dass du ihr geholfen. Danke, dass ihr ihr geholfen habt, Cedar. Danke, dass ihr geholfen habt, Cedar zu retten. Waldblüten, Lara. Wie kann ich euch das jemals vergelten? Oh, wir bekommen Schuhe und jede Menge Geld. Ich nehme an, du hast eine Menge Fragen an mich. Sie zu beantworten ist das Mindeste, was ich tun kann. Nicht viele wissen, dass ich hier draußen in den Wildwoods lebe. Ich bin ganz für mich, genau wie ich es mag. Die Herden und Tiere des Waldes sind ausreichend Gesellschaft für mich. Was würdest du gerne wissen? Wie lange? Ha, die Wildwoods und ich haben eine lange Geschichte. Ich war schon in meiner Jugend mal von den Legenden um die Wildwoods fasziniert. Also war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mich hier endgültig niederließ. Um deine Frage zu beantworten, ich bin schon eine sehr lange Zeit hier. Also, das ist mal eine gute Frage. Einfach ausgedrückt, die Wildwoods haben nach mir gerufen. Seit ich ein junger Bursche war, fühlte ich immer eine Verbindung zur Natur, dem Wald, den Pferden. Adins Geschenk. Oder wildes Flüstern, wie man es auch nennen wollte. Ich wurde einfach von dem wildesten, ungezähmtesten Teil Njörvik angezogen. Nun ja, die Wildwoods sind der einzige Ort, an dem ich mich wirklich frei fühle, an dem ich einfach ich selbst sein kann und dem nachgehe, was ich liebe, mich um die Pferde und Kreaturen des Waldes zu kümmern. Der Wald leistet gute Arbeit dabei, die Menschen fernzuhalten, so überwuchern und verschlungen, wie er ist. Aber es beruhigt mich, in der Nähe zu sein, falls doch jemand hineinschleicht, so wie du. Okay. Die Wildwoods sind vielleicht mein Zuhause, aber es gibt einen Ort, dem ich mich nicht nähere, den Wächterbaum. Ich habe in seiner Nähe so einen seltsamen Geschmack im Mund, Übelkeit erregt, wie Zuckerwatte. Dennoch habe ich das Ge Hä? Übelkeit erregend, wie Zuckerwatte. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Wildwoods nicht dasselbe wären, ohne den Einfluss von was auch immer diesen Baum übernommen hat. Es herrscht eine Art Balance. Ich erinnere mich noch immer an meinen ersten Ausflug in die Wildwoods. Ich war Teil einer Suchgruppe, der eine junge Frau finden sollte, die ein paar Jahre zuvor verschwunden war. Wir haben sie nie gefunden, aber ich habe vor langer Zeit meinen Frieden damit gemacht, als sie mich hier niederließ. Die Suche nach der verschollenen Forscherin hat mich vielleicht in die Wildwoods gebracht, aber es war eine Die Magie des Waldes und des Wunders der Herde der jorvikischen Urpferde, wegen denen ich blieb. Okay, alles klar. Danke, dass du einem alten Mann zuhörst. Hier, nimm die. Sie werden dir von den großen Nutzen sein, als sie mir je könnten. Pass gut auf euch auf, Lara und Wild Beauty. Nett? Oh ja, doch, die Schuhe sind eigentlich ganz nett.
Okay, gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.